Für heute haben wir eine Tagestour durch LE mit Jörg geplant. Jörg ist ein Deutscher, der hierher nach LE ausgewandert ist und nun von seinen Touren mit Touristen durch Los Angeles lebt. Wir treffen uns um 8:30 Uhr morgens auf dem Dach einer Parkgarage in Santa Monica. Der berühmte Santa Monica Pier mit dem Vergnügungspark, den wir dann später noch alleine besuchen werden. Ja, da brauchst du Helmpflicht, dann darfst du nicht zu zweit fahren, das wird alles. Das sind Steinspitzen, ja, von originalen Ölbohrschrauben, weil damals um die Jahrhundertwende am Venice Beach nach Öl gebohrt wurde. Ja. Und wo die zwei Burschen stehen, ist der nahtlose Übergang vom Santa Monica Beach zum Venice Beach. Also wir sind jetzt offiziell in Venice, ohne ein Schild. Ja. Der alte Mann, ja, der kann seinen Hintern nie ruhig sitzen lassen. Der hat hier gesagt, also das ist ein Fernglas, ja. Der hat jetzt erstmal ganz cooles stahlpoliertes Bürogebäude rechts hingebaut, ja, und hat sich gedacht, ja, den Eingang, da mache ich einfach ein Monster-Fernglas, ja. Und das ist natürlich jetzt so ein typisches modernes Wahrzeichen von Venice geblieben bis heute, ja. Und dann noch hier, was ihr dann das Moderne aussieht mit dem Fresko von Easy Rider. Ah, ja. Da ist der Dennis Hopper auf seiner Harley, mit seiner Unterschrift übrigens, ja. Also hier lebte und starb der gute Dennis Hopper, ja. Und dank meines schrägen Doppellebens, ja, habe ich hier einige wilde Drehbuchpartys feiern dürfen. Ja. Jim Morrison von den Doors, Kurt Cobain, die Monroe gehört nicht dazu, die war über 30. Sex Pistols, Janis Joplin war auch 27, ja. Also Punks, also quasi Punks und die heißen Tagger. Die taggen das mit ihren Kürzeln, ja. Ihr kennt doch die Regisseure Alfred Hitchcock, Orson Welles, ja. Das war ein Orson Welles Film. Der Film hieß Der Hauch des Bösen im Originaltitel, also Touch of Evil. Und dann haben die gleich eine Szene genommen. Der Film spielt auch an der kalifornisch-mexikanischen Grenze, ja. Und dann haben die gleich Touch of Venice daraus gemacht. Und eine Szene von dem Film, das ist wirklich eines der schönsten graffitonen Fresken, ja, der Westküste. Und hier haben wir jetzt auch Glück, dass wir die Passenger Loading Zone kriegen. Die nehmen uns die Taxifahrer eigentlich ständig weg, ja. Die bestand aus Musikern, Hippies, Künstlern und Surfern. Wo das kunstvolle V da hinten steht, ja, am Wasser, da brannte das Venice Pier damals ab. Und dann haben tatsächlich die Surfer aus Langeweile Räder unter ihre Surfbretter geschraubt, ja, und haben genau in der Ecke das Skateboarden erfunden. Ihr könnt euch ja vorstellen, ich habe so viele Familien mittlerweile mit ihren Kids von 12 bis 16, die wissen von dem Platz, ja. Wie wir mittlerweile herausgefunden haben, ist die Tour mit Jörg eigentlich für Cineasten gedacht, für Kinofreaks. Jetzt haben wir allerdings mal so circa 15 Minuten Zeit, unseren berühmten Venice Beach umzusehen. Einer der vielen Nachwuchsmusiker hier in Los Angeles versucht mir eine seiner CDs zu verkaufen. Skateboarden ist hier genauso populär wie Surfen. Schließlich wurde es ja auch hier erfunden, wie wir jetzt wissen. Aber jetzt geht's mal zurück zu Jörg und wir machen weiter mit unserer Tour durch LE. Viel Kommentar muss ich dazu nicht abgeben. Das meiste erzählt Jörg. Allerdings wieder mal für Kinofreaks.
aber auch für Musikliebhaber. In dem Apartment damals wohnte ein guter Kumpel von ihm, ja. Also zwei oder drei seiner Welthits hat er da drin auf jeden Fall geschrieben, ja. Hier ging es um Jim Morrison von den Doors. Jetzt aber durchqueren wir Venice. Und ihr seht, der Wasserstand sagt eigentlich alles über unseren fehlenden Regen aus, ja. Also ökopolitisch dürfen die verbleibenden sechs Kanäle nicht mehr vom Pazifik gespeist werden. Ja. Ja. Deswegen habt ihr so eine ganz wilde Mischung zwischen Süßwasser, Salzwasser und Grundwasser natürlich. Dieser Teil von Los Angeles ist bekannt für seine Venedig nachempfundenen Kanäle. Nächster Stopp sind die Studios von Columbia Pictures. Hier kommt der erste experimentelle Stummfilmstadel hin, aber das schon 1912, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Weiter geht es durch den Stadtteil Culver City, wo sich das Kirk Douglas Theatre mit seinen 317 Sitzplätzen befindet. Wisst, der Spartacus lebt ja, 102 Jahre alt. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Da wurden aber schon 1915 sehr schicke Calver-Studios draus, ja. Was wir jetzt leider wegen der Baustelle nicht sehen, also die renovieren den gesamten Plaza, ja. Also was hier hochgeht, war alles flach, ja. Ah ja, das siehst du schon. Wow. Und lass der Kamera mal da, weil der klassische New Orleans-Stil kommt jetzt gleich bei der nächsten Ecke. Ja, du, wir sind froh. Seht ihr da, USC Community House. Wenn sich die Universität dieses Haus nicht gestattet hätte, ja, wer weiß, ob das heute noch steht. Mit unglaublich berühmten Studienzweigen. Ja. Also Medizin ganz vorne dran. Die berühmteste Filmschule der Welt, die Cinematic School of Arts, von Martin Scorsese bis James Dean. Ja, gingen alle auf die Schule. Dann unglaublich viele Spitzensportler und Goldmedaillengewinner kommen hier raus. Ja. Also mittlerweile ohne Stipendium zwei Semester, also ein Jahr, $50,000. Ja. Wow. So Leute, dieses absolut ikonische Eventgebäude ist jetzt gleich links nach der Bepflanzung. Das Schrein-Auditorium von 1920. Oh. Und wenn wir schon von Events reden, ja. So, ich habe auch gleich den perfekten Punkt. Euch ein Bild zu machen, so ohne große Baukerne und so weiter, ja. Mit Ringen, Skulpturen, allem drum und dran. Das Los Angeles Memorial Coliseum ist ein großes Sportstadion im Exposition Park von L.A., das bereits zweimal als Olympiastadion diente. Mensch, der hat als Cartoon damals keine Chance gehabt, gegen Fix und Foxy und Mickey Mouse. Mickey Mouse. Hergenommen, hier habt ihr links die schönste römisch-katholische von L.A., ja. Die St. Vibiana, schaut euch mal diese Kuppelarchitektur an, hier links, ja. Das ist die delikateste Fliesenkuppelarchitektur, die jemals... Das war ein typisches Anwesen eines dieser zahlreichen Kulturmillionäre aus New York, die hierher zogen, ja. Das Gebäude, ja, also das geht noch ganz massiv. Es geht hinein nach Downtown zum Staples Center. Da sind die Basketballteams drin, ja, Lakers und die Clippers, dann die LA Kings Eishockey, die Michael Jackson Trauerfeier war drin. Damals vor 18.000 geladenen Gästen und 80.000 Fans draußen. Das Staples Center ist eine Multifunktionsarena in Downtown. Es befindet sich neben dem Los Angeles Convention Center. Der Bau kostete dazumals stolze 288 Millionen Euro. Microsoft Theater Arena davor. In dieser Microsoft Arena findet seit 5 Jahren dieser mächtige Emmy-Fernsehpreis statt. Das ist die drittgrößte rote Teppichgala der USA. Also in dem Hotel habe ich normalerweise ganz viele deutschsprachige Gäste. Ja, das Hotel Figueroa links und dann das in dem Varieté-Theater rechts. Da sind die Stummfilmlegenden damals aufgetreten. Ja, also Buster Keaton, Harold Lloyd, Dick und Doof, Laurel und Hardy. Ja. Und dieses alte Pantry Café hat seit über 90 Jahren offen und bis auf ein paar Renovierungstage noch keinen Tag zugehabt. Ja. Und hier rechts ist der zweite restaurierte, das Orpheum. Also hier finden jetzt wieder Kino-Weltpremieren auf dem roten Teppich statt, ja. Also Lindsay Buckingham von Fleetwood Mac hat erst ein Konzert hier abgeliefert.
Dann natürlich viele Dreharbeiten, ja. Also ihr seht da einen Kinopalast nach dem anderen. In dem Rialto-Kinopalast ist zumindest ein cooler Laden drin, den gibt es aber auch mittlerweile auch, ja, Urban Outfitters. Schweiz, Österreich und Deutschland. Also der Mischladen für die junge Generation sowieso, ja. Also da kriegst du alles drin, ja. Rialto. Du kriegst dann. Ich hatte eigentlich noch Vinis. Rialto. Ja, das war damals einer der Kinopaläste der 20er, ja. Also schaut mal hier links, ja. Wie gesagt, Denkmalschutz geht bis in die Gehsteigfliesen runter. Auch die sind mittlerweile geschützt, ja. Ja, ist auch schön. Also da seht ihr ja drei Braunstein-Gebäude nebeneinander und die Aufstockung ist der vierte Turm rechts dahinter. Ja. Kein Hotel oder Gebäude der Welt wurde durch mehr Dreharbeiten geprägt oder Prominenz wie dieses Bildmoor. Die alten Klassiker, Hitchcocks Klassiker, Vertigo, Fenster zum Hof, ja. Der Roman Polanski, Oscar-Abräumer, Chinatown, ja, mit Jack Nicholson und Faye Dunaway. Die alten Serien, Columbo, Drei Engel für Charlie, ja. Die waren ständig zum Drehen drin, aber auch die neuen Filme, ja. Ocean's 11, Independence Day, der erste Ghostbusters, ja. Alles komplett hier drin. 80. Das ist ein Hotel, das die wildeste Architekturmischung hat, die jemals ein Architekt zusammenbringen konnte, ja. Das war auch das erste runde Bankgebäude der Welt in den frühen 70ern. Und dann hat der neue Sicherheitsdienst mir gesagt, andere Tourfirmen neidisch auf mich waren. Ja. Hier links schaut man das Glasgebäude. Das ist natürlich durch den Schwarzenegger-Film total berühmt geworden. Ja. Mit den 5 Glastürmen. Da gibt es die dramatischen Szenen zwischen dem Clint Eastwood und dem Attentäter auch in diesen Glasaufzügen. Mhm. Hat auch ein rotierendes Restaurant mit einer herrlichen Aussicht obendrauf auf einen der Türme. Ja. Auch mit Jörg geht es nach El Pueblo de Los Angeles. Hier feiern die mexikanischstämmigen Einwohner gerade ein Fest und tanzen zu ihrer Musik. Der ortskundige Jörg erklärt uns einiges zum El Pico-Haus. Das Haus wurde benannt nach Pio Pico, das war der letzte Gouverneur der Mexikaner, bevor die Amis übernahmen. Ja. Damals wurde weder zweistöckig, geschweige denn dreistöckig gebaut, das war eine absolute Sensation. Ja. Der Pio Pico hat das kalifornische politische Leben absolut geprägt, ja, damals. Und der hat Weideland besessen von den Spaniern, hat alles verkauft, hat sich Stein aus der Wüste bringen lassen. Ja. Und dass seine Familie den tatsächlich im ersten Jahr gerichtlich versucht hat, in die Zwangsjacke zu bringen, weil die gedacht haben, der dreht jetzt voll am Rad. Ja. Dann hat er zweistöckig gebaut, dreistöckig, was sich hier Leute angesammelt hatten damals, war unglaublich, weil das noch nie vorher da gewesen war. Ja. Und das war das allererste Hotel von L.A. Ja. Gleich neben dem Pico-Haus befindet sich das erste Feuerwehrhaus von Los Angeles. Hier wurde auch die Rutschstange erfunden, an der heute die Feuerwehrmänner zum Einsatz hinabrutschen. Leider ist es versperrt. Ja, schauen wir mal mit den Händen durch. Ja. Da steht dieses geniale Teil, die Löschkutsche, und rechts die erste Messingstange überhaupt. Ja. Jörg führt uns zur Villa Adobe, die wir heute auch von innen besuchen. Auch der war so wohlhabend, dass er sich Stein aus der Wüste hat bringen lassen. Ja. 1818 noch, ja. Ihr geht hier rein dann, ja, okay. Nach dem Essen, lauft alle Zimmer ab und geht hier wieder raus. Da ist eine Kommode in der Mitte, ja. Da sind verschiedenfarbige DIN A4-Blätter drauf. Das grüne Blatt ist meine Übersetzung, da steht Avila-Haus drüber. Das könnt ihr euch dann noch unter Nagel reißen. Okay. Ja. Wenn ihr reinlauft, da habt ihr eine Pergola, wo Weintrauben noch sichtbar sind, ja. Rechts dran, es ist der älteste Weinrebenstock der USA, 150 Jahre alt, ja. Auch da sind die sehr, sehr leichtsinnig, die müssten schon einen Schutz außenrum machen, ja, weil da immer wieder Kids dran rumzupfen, da sind die sehr leichtsinnig, ja. Aber jetzt, schau mal hier, da kriegen wir hundertprozentig einen Tisch dran.
Jetzt geht es zum Lunch in Jörgs Lieblingsrestaurant hier in El Pueblo. Das La Noche Buena. Jörg bestellt für uns eine traditionelle Suppe, die es eigentlich nicht auf der Speisekarte zu bestellen gibt. Während Jörg noch im Lokal verweilt, machen wir uns auf den Weg zur Union Station. Hi! Sie befindet sich nur wenige Gehminuten von El Pueblo entfernt. Die im Mai 1939 eröffnete Union Station ist der wichtigste Bahnhof von Los Angeles. Union Station bedeutet, dass der Bahnhof von mehreren Zuggesellschaften zugleich benutzt wird. Trotz des großen und aufwendig verzierten Wartesaals ist die Union Station doch recht überschaubar. Die Union Station wurde von John Parkinson und seinem Sohn Donald B. Parkinson entworfen, die auch das Rathaus von Los Angeles entwarfen. Terrakottafliesen und Marmor bilden den Fußboden der Union Station. Im Wartesaal kann man es sich wirklich sehr gemütlich machen. Es gibt derzeit 10 Gleise mit täglich ca. 80 Abfahrten pro Gleis. Wer Lust hat, kann sich hier auch seine Schuhe putzen lassen. Wir überqueren die Straße und gehen wieder nach El Pueblo. Hier befindet sich ein kleiner Park, der Old Plaza, mit einer Statue von Antonio Aguilar. Er war ein berühmter mexikanischer Musiker und Filmstar. 2007 verstorben, nahm er mehr als 150 Alben auf, was ihm einen Platz am Walk of Fame bescherte. Das Biscalus-Gebäude aus dem Jahre 1925 war ursprünglich das Hauptquartier der United Methodist Church Conference und wurde zu Ehren von Eugene Biscalus, dem ehemaligen Sheriff von Los Angeles County, benannt. Sehr bekannt das Wandgemälde Segen der Tiere von Leo Politti. Heute ist das Gebäude das mexikanische Generalkonsulat. Weiter geht es mit Jörg zum berühmten Capitol Records Turm in Schallplattenform. Und da Dreharbeiten, ja, wo ist denn, wo drehen die denn tatsächlich? Wir passieren das Hotel, in dem Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere gedreht wurde. Da ist sie schon am Anfang vom Film runtergestiegen, die Feuerleiter, weil sie sich die Miete nicht leisten konnte. Ja. Ich muss oben sowieso eine Kehrtwende machen, da seht ihr das von der anderen Straßenseite gleich nochmal wesentlich besser. Aber das ist hier Originalschauplatz von Anfang, Mitte, Ende von Pretty Woman. Ja. Stunde. Die Kneipe hier unverändert seit 1927, Pick and Whistle, ja, Schwein und Pfeife. Auch da, Prominenz ging damals ein und aus in den 20ern. Ich glaube mit Schwein und Pfeife. Nun geht's aber zum berühmten Hollywood Walk of Fame. Nach einigen Erklärungen von Jörg
machen wir uns alleine auf, den Walk of Fame zu erkunden. Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. Das Dolby Theatre, wo die Oscar-Verleihungen stattfinden. Ab geht's ins Hollywood und Highland Center. Das berühmte Chinese Theatre am Hollywood Boulevard. 1927 vom Kinobetreiber Sid Grauman als Premierenkino im chinesischen Stil eröffnet. Hier ist der Ursprung von Hollywood's Walk of Fame und hier haben sich die ersten Weltstars im Boden verewigt, mit Unterschrift, Hand- und Fußabdrücken. Die Baukosten betrugen 2 Millionen Dollar. Das Kino bietet Platz für 2200 Zuseher, aber auch für ein Orchester und eine Showbühne. 1968 wurde das Kino unter Denkmalschutz gestellt. Wenn wir schon mal am Hollywood Walk of Fame sind, müssen wir uns natürlich auch selbst hier verewigen. Und so geht unser Stern in Arbeit. All right,
In der Dämmerung geht es dann den Sunset Boulevard entlang, wo Jörg wieder einige Geschichten zu erzählen hat. Das ist der wichtigste Instrumentenladen, der für Musiker wie ein Paradies ist, ja. Also die geht zurück bis Jack Lemmon und Jerry Lewis Zeiten, ja. Tim Allen, Jim Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams, ja, sind alle hier groß geworden als Stand-Up-Comedians. Und unser Bayerischer, der Michael Mittermeier, ja, der ist vor 6 Jahren hier aufgetreten, auf Englisch, in der Höhle des Löwen und ist noch gut angekommen. Ja. Versteht, haben sich der John Belushi und der Robin Williams ein Bungalow geteilt von den 70ern bis in die 80er. Ja. Und da haben sie dann den John Belushi mit einer Überdosis 83 tot aufgefunden. Ja. Hier rechts drin, Chateau Marmont. Ja. Ein ganz, ganz berühmtes Hotel. Sunset Tower Hotel, ja. Greta Garbo war lange drin, Frank Sinatra war lange drin. Aber wer das Hotel weltberühmt machte damals, war der John Wayne, der Western-Schauspieler. In all den Jahren, in denen er da drin war, hat er sich am Milchkuh auf seinem Balkon gehalten. Seit den 70ern im selben Familienbetrieb, da hat der Vater mit dem Sohne damals aus der Mojave-Wüste an verbeulten Eisenbahnwaggon hergeschleppt. Ja. Professionell zusammengebolzt. Ja. Und dann ist es, der Laden gewinnt jedes Jahr den ersten Preis für den leckerst gegrillten Hotdog. Ja. Da war der Beckham drin, kannst du dich erinnern? Geht alles ein und aus, ja. Dann haben sie einen zweiten hergeschleppt, weil denen schnell der Platz ausging, ja. Und dann jetzt haben sie einen zweiten, den haben sie in der Mitte auseinandergeschnitten, haben jetzt hinten zumindest Platz für Küche und Büro, vorne zum Sitzen und ganz vorne raus noch einmal am Biergarten zum Sunset Strip hin, ja. Dann werden wir von Kaffee gehen morgen da. Zumindest am Parkplatz da. Da war der Bericht, wo der Becken drin ist. Ja. Ich auch drin. Und natürlich links dieses alte historische Sunset Tower Hotel, links, ja. Lange ist Öl- und Fettfeier, ja. Das ist der zweite Comedy Store, ja. Also zwei dieser Komödienstarter gibt es, ganz berühmt. Der Comedy Store, ja. Ich habe den Altrocker Lemmy von Motorhead dreimal in der Woche nach Hause gefahren, ja. Den Slang. Und der River Phoenix, vor dem haben sie ja gesagt, der nächste James Dean zu werden, ja. Das Zeug dazu hat er gehabt. Wir können uns an die Panikschreie von seinem älteren Bruder, ja, noch erinnern, vom Joachim Phoenix. Hier links vom Vibe Room ist der tot zusammengebrochen mit 23 Jährchen an Halloween 93, ja. Links. Und dann habt ihr jetzt hier gleich, schau mal, Kamera rechts, das ist der legendärste Live-Musikladen der Welt, das Whiskey A Go-Go, ja. Wo alle, die ich vorhin aufgezählt habe, genau hier berühmt geworden sind. Und noch viele, viele mehr, ja. Das Whisky. Der nächste Live-Musikladen habt ihr bei der grünen Ampel rechts. Auch wieder sehr unscheinbar, das Roxy in schwarz. Da haben es Whitney Houston und Bruce Springsteen entdeckt, ja, hier rechts. Und nach dem Roxy habt ihr das mit Abstand notorischste Restaurant der Westküsten, ja. Das ist das Rainbow Bar und Grill. Also erstmal kommen hier Freitag bis Sonntag die mächtigsten Plattenscouts der Welt hierher, um nach der nächsten Band zu suchen. Ja. Rainbow. Und im Rainbow ist seit 40 Jahren der Bär los, weil sich die Kinoszene, die Musikszene und die Erotikszene trifft das ganze Wochenende lang und hier Ballermann macht. Ja. Also hier rechts drinnen. Da habt ihr unten ein Restaurant drin, also sehr, sehr urig und unscheinbar. Ja. Und oben auf zwei kleinen Ebenen lautes, fetziges, rockiges Abtanzen. Also hier wäre ich immer ein bisschen wehmütig. Schaut mal links diese schöne diese Straße runter, Doheny Drive. Das war mein Heimweg, wo ich den Lemmy dreimal die Woche nach Hause gefahren habe. Ja. Wir fahren jetzt nach Beverly Hills ein, vorbei am berühmten Beverly Hills Hotel. Das wäre unser Haus. Genau. So was, British. Aber halt nur mit Gartenzaun und mit und dann natürlich, also der Michael war super happy, dass er nach jahrelangem Warten endlich die Hütte kriegte gegenüber von seinem alten Vorbild. Ja. Das Zuhause von Michael Jackson ist für uns ebenso versperrt wie die Zufahrten nach Bel Air. In der Zwischenzeit ist die Rush Hour voll ausgebrochen.
Die Tour mit Jörg ist nun vorbei. Er hat uns in Santa Monica abgesetzt. Und wir besorgen uns eine Kleinigkeit als Abendessen für zu Hause. Frisches Joghurt mit Zutaten nach freier Auswahl. Nach dem Abendessen geht's in die Haia. Morgen brechen wir auf nach Santa Monica und zum Venice Beach.